Hallo und herzlich willkommen. Mein eigenes Einmachglas ist da. Ich möchte euch in diesem Video natürlich gerne das Glas vorstellen. Ich möchte euch aber auch erklären, warum ich es für notwendig gehalten habe, ein solches Glas zu entwickeln und zu produzieren. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Es ist da, mein eigenes Einkochglas. Und zwar, tada! 500 Milliliter Essglas. Ich weiß, es sieht total schlicht aus, aber ich finde es überhaupt nicht schlicht. Es hat nämlich wirklich eine echte Daseinsberechtigung. Der Grund, warum ich dieses Glas machen wollte, ist, weil bei all den Einkochsystemen, die wir haben, bestimmte Punkte fehlen. Besonders wenn wir mal bedenken, wie sich die Welt weiterentwickelt hat. Wir wollen heute ein Glas, das eigentlich alles kann. Es soll nicht nur zum Einkochen geeignet sein, es soll auch für die Vorratshaltung geeignet sein und gut verschließen. Und es soll auch für den Transport geeignet sein. Das heißt, wenn wir das in die Tasche packen, wollen wir nicht, dass der Deckel eventuell aufgeht. Und dieses Glas gab es in der Form, so wie ich es haben wollte, nicht. Und deswegen habe ich es jetzt selbst gemacht. Was ist an diesem Glas jetzt besonders? Das erste ist, es hat, wie die amerikanischen Mason-Gläser, einen Schraubverschluss. Es ist tatsächlich auch die gleiche Mündung wie bei den Mason-Gläsern, denn es musste eine Standardmündung sein, damit wir die Decke leicht produzieren lassen und bekommen können und vielleicht auch mal in anderen Farben machen können, ohne dass große Maschinenrüstkosten entstehen. Warum ich mich für diesen Verschluss entschieden habe, ist, er hat eigentlich alles das, was ein Verschluss braucht. Es hat eine Dichtung. Und zwar haben wir sowohl eine Dichtung ganz normal für pasteurisierfähige Füllgüter gemacht, als auch für sterile Füllgüter. Da war der Hersteller so ein bisschen komisch. Der hat dann gesagt, wieso wollen Sie denn? Das haben wir noch nie gemacht. Warum braucht man das? Ich sagte, naja, wir wollen das auch im Schnellkochtopf verwenden. Ach echt? Also wie dem auch sei, wir haben beide Dichtungen, die für alles geeignet sind. Dieser Deckel hat einen Button, was ganz wichtig ist, weil wir müssen, gerade wenn wir einen Schraubverschluss haben, natürlich erkennen können, ob das Vakuum intakt ist oder nicht. Was dieser Verschluss nicht hat, ist das, was der amerikanische Verschluss hat. Das hier ist der amerikanische Ball-Mason-Verschluss. Es wird manchmal gefragt, warum wir diesen Verschluss denn nicht machen. Ich kann euch das genau sagen, weil ich bin absolut gegen diesen Verschluss. Erstens kriege ich immer wieder Nachrichten, dass der unheimlich schnell rostet. Die nächste Sache ist, diese Dichtung hier ist unheimlich weich. Also wenn ich da an Weichmacher denke, wird mir ganz schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist definitiv irgend so ein Ding, Mischung zwischen Kautschuk, Weichmachern und irgendwas, finde ich sehr bedenklich, will ich aber nicht verurteilen, kann ich nicht sagen, ist einfach nur ein Gefühl. Aber das nächste Ding ist, wenn man hiermit einkocht, dann zieht sich hier ja das Vakuum fest, man macht das Ding wieder, den Ring wieder ab und kann dann so wie beim Wecksystem sehen, ist das Glas noch gut verschlossen oder nicht. Und dann kriegt man es nicht auf. Es ist wirklich fürchterlich. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für Videos existieren, die besagen, wie man das Glas aufkriegt, wenn es nicht leicht aufzukriegen ist, was es meistens nicht ist. Zudem rostet dieses System unheimlich leicht, weswegen die Amerikaner sich inzwischen überlegt haben, einen Kunststoffring zu machen, damit sie den wenigstens wiederverwenden können. Ich finde es in jeder Hinsicht unpraktisch und deswegen habe ich mich entschieden, wie Quattro Stagioni, was wir ja auch kennen, nämlich hier. Quattro Stagioni hat schon seit Ewigkeiten den eingeteilten Verschluss und ich benutze den jetzt schon seit Ewigkeiten, auch mit meinem Glas, weil ich habe natürlich die Muster schon länger. Das Schöne ist, dadurch, dass wir den Deckel aufzwingen aufgrund der Schraubmündung, geht er immer auf. Wir haben das Problem, dass man den Deckel nicht aufkriegt. Nicht. Eine der Hauptgründe, weswegen ich mich entschieden habe, dieses Glas zu machen, ist tatsächlich der Schraubverschluss, weil ich begann zu überlegen, als diese ganzen Unverpacktläden auf den Plan kamen, weil die wollten gerne Glas als Verpackungsmittel haben. Nehmen wir ein Twist-off-Glas, haben wir das Thema in dem Moment, wo wir kein Vakuum haben und der Innenzug da ist, um den Deckel zu halten,
kann der Deckel relativ leicht aufspringen. Benutzen Sie das zum Beispiel für Milch oder auch nur für Müsli, das schlägt in der Tasche aneinander, dann kann das sein, dass der Deckel plötzlich aufgeht und man hat das ganze Müsli in der Tasche. Das ist doof. Die haben sich dann schon auf China-Gläser verlegt, weil es da wirklich Gläser mit Schraubverschluss gab und die waren natürlich dann wieder nicht zum Einkochen geeignet. Und das war eigentlich so der Hauptgrund, weswegen ich mich entschieden habe, nochmal neu zu überlegen und ein anderes System einzuführen, was ja eigentlich nur alle bekannten Systeme mehr oder weniger zusammenbringt. Nächster Punkt, die Schulter. Für mich war wichtig, dass diese Schulter möglichst schlank ist, denn wir brauchen heute für unsere gesamte Verwendung eigentlich ein Glas oder eine Glasche, weil wir wollen ein Glas für alles verwenden. Wir möchten da nicht nur Bohnen reinfüllen, sondern wir wollen es auch verwenden für Smoothies. Wir möchten auch die Milch vom Bauern da reinfüllen können. Und dafür ist es ganz dringend notwendig, die Schulter flach zu machen. Denn gießen wir etwas aus, wo wir hier eine große Schulter haben, dann schwappt das leicht. Das heißt, Schulter sollte schlank sein. Das führt genau zu dem nächsten Punkt, denn wenn wir das mal anschauen, ist dieses Glas höher als das. Deshalb, weil, wenn wir es zum Beispiel in einen Schnellkochtopf tun wollen, dann passen hier tatsächlich 4 dieser Gläser rein. Was richtig gut ist. Auch in größere normale Töpfe kriegen wir 5 Gläser rein. Bei diesem hier kriegen wir spätestens, wie wir jetzt schon sehen, 3 rein. Das finde ich aber nicht gut, wenn doch 4 reinpassen können. Die Höhe hat sich jetzt auch unheimlich praktisch herausgestellt für die Lagerung im Kühlschrank. Denn wir haben da Fächer, die ungefähr so hoch sind, vielleicht so. Und wir nutzen da die Höhe echt gut aus. Also es ist wirklich sehr praktisch, was das betrifft. Das bringt uns auch gleich zum nächsten Punkt, denn die Stapelfähigkeit. Klar, wenn ein Glas sehr hoch ist, kann man es nicht unendlich hoch stapeln, aber es ist wirklich recht gut stapelbar. Nehmen wir das Quattro Stagioni, hier, Deckel oben, Deckel unten, ist ja derselbe Deckel, ist nicht stapelbar. Das ist kein Stapelboden. Das ist wirklich schade. Das ist so eine kleine praktische Sache, die ein Glas eigentlich haben sollte, wenn es irgend möglich ist. Ein weiterer Punkt, der vielleicht für einige gar nicht ganz so schön ist, dieses Glas ist schlicht. Wenn wir uns die anderen Gläser dieser Art angucken, Quattro Stagioni und Ball, haben diese Gläser Embleme. Das ist natürlich einmal wegen der Markenbildung haben die das gemacht. Markenbildung bedeutet auch, dass man es teurer machen kann. In Amerika sind die Ball-Gläser nicht sehr teuer. Aber hier in Deutschland kostet so ein Glas gut und gerne mal zwischen 5 und 7 Euro. Ganz schön teuer. Quattro Stagioni hat inzwischen auch in Deutschland einen recht guten Preis. Die sind meistens so, wenn sie ganz billig sind, sind sie unter 2 Euro und sonst liegen sie so zwischen 2 und 3 Euro. Das ist vielleicht noch verträglich, wenn man sagt, na gut, das ist halt ein Markenglas und man verwendet es ja auch häufiger. Die Tatsache, dass auf diesen Gläsern Embleme sind, verursacht, dass ein gewerblicher Kunde sein Etikett da nicht draufkleben kann. Das ist sehr pragmatisch. Und auf dieses Glas kann halt jeder sein Etikett kleben. Ich konnte es allerdings natürlich nicht lassen, weil das geht auch gar nicht anders. Die Marke steht drauf. Sie steht aber am Boden. Und da dieses Glas eine Standardmündung hat, passen zum Beispiel auch die ganzen Happy-Tappy-Anwendungen da drauf. Wie zum Beispiel sowas hier. Oder sowas, total sinnvoll. Das ist ein, da gibt es bei Happy Tappy so verschiedene Größen an Löchern. Fehlt immer. Kann man mal Puderzucker reintun oder sowas. Finde ich super. Puderzucker im Gewürzglas ist viel zu klein. Dann haben wir hier zum Beispiel sowas wie mit einem Zuckerstreuer. Kann man auch machen. Und dann etwas, was ich besonders toll finde, ist Happy Tappy hat einen Draufdrück-Vakuumverschluss. Den kann man einfach drauf machen. Dann saugt man hier das Vakuum fest. Und da ist es. Hier. Und wenn wir das aufmachen,
ist das Vakuum wieder raus. Die Presselli, die dazu da sind, das Einkochgut runterzudrücken, die passen natürlich genauso in dieses Glas wie in alle anderen Mason-Gläser. Und eine meiner Lieblingsverwendungen ist auch noch das hier. Das mache ich total gern, weil ich habe immer Sorge, dass ich mein Getränk umkippe. Und wenn ich mal am Bürotisch sitze, dann will ich nicht ständig nachfüllen. Das heißt, 500 Milliliter sind für mich ein super Getränk. Eiswürfel rein, Sirup drauf, Wasser drauf, schön gefiltert und genießen. Dieses wunderbare Essglas heißt also Essglas, weil es einen Schraubverschluss hat, eine schlanke Schulter, weil es stapelbar ist, schlicht ist und natürlich von Steffi. Zu kaufen gibt es dieses Glas in meinem Laden gläser-und-flaschen.de und es kostet im Moment ohne Verschluss 1,49 €. Der Deckel kostet 39 Cent. Man kann natürlich jeden Deckel nehmen, den man möchte. Da gibt es ja alle möglichen Arten. Ne? Könnt ihr selbst aussuchen. Und wir haben natürlich auch Sets mit 6 Gläsern, die dann entsprechend etwas günstiger sind. Das ist es also nun. Mein Essglas. Der Weg dahin hat tatsächlich 2 Jahre gedauert und ich bin darauf wirklich stolz. Ich habe die Muster schon seit vielen Monaten, habe das Glas schon lange in Verwendung und bin damit total zufrieden. Besonders zum Beispiel auch als Fertiggerichte-Glas, weil ich fülle da meine Fertiggerichte ab, tue die in den Kühlschrank, nehme die mit zur Arbeit. Wenn ich sie nicht aufesse, hält der Verschluss super, kippt nicht aus. Ich bin damit total zufrieden. Ich hoffe, es findet auch den Weg in eure Küchen. Ich hoffe, dass ihr es auch gut verwenden könnt und ihr ähnlich viel Freude damit habt wie ich. Und sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.